Social Media soll für die Schule einen hohen Stellenwert haben. Schließlich haben wir den Bildungsauftrag, die Welt über die Welt zu berichten, Kinder und Jugendlichen für diese Welt vorzubereiten, sie auszurüsten. Und schließlich leben wir in einer digitalen Welt, in einer virtuellen Gesellschaft. Diese ist genauso real wie die analoge Welt. Und deswegen soll so Schule sich überlegen, welche digitale Identität sie hat, wie sie sich präsentiert gegenüber der Öffentlichkeit, wie verkauft sie sich sozusagen. Und daher ist es sehr, sehr wichtig, dass Schule sich vorbereitet und sich Gedanken macht, wie sie nach außen sich präsentiert. Ich kenne wenig Beispiele bis jetzt. Meistens Privatschulen gehen in die Öffentlichkeit, weil sie sich präsentieren müssen, weil sie sich verkaufen müssen. Aber es gibt einzelne Beispiele, wo Schulen versuchen, auf Facebook oder auf Instagram sich zu präsentieren und vor allem die Werke der Schülerinnen und Schüler zu präsentieren, was für mich natürlich eine super Gelegenheit ist, zu zeigen, wie man pädagogisch arbeitet. Natürlich sollte man Datenschutz und Urheberrecht beachten, aber es ist genauso wichtig, über die Aktualität, über Qualität zu denken und über spannende Inhalte zu denken. Was kann ich posten, was kann ich veröffentlichen, um Engagement zu erzeugen? Ich möchte, dass Schülerinnen und Schüler und auch Eltern gerne diese Feeds, diese Seiten besuchen, damit sie sehen, was tut sich in der Schule, was ist dann neu, was ist los. Wir haben in der Schule heuer mit einem Instagram-Konto begonnen und binnen einer Woche waren 200 bis 300 Follower und wir waren recht überrascht, aber auch sehr stolz, dass wir schließlich so viel Widerhall, so viel Interaktion dann erzeugen konnten. Natürlich sollte man sehr gut überlegen, welche App oder welche Plattform man nutzt. Man soll natürlich passende Umgangsformen, natürlich Respekt und Höflichkeit fördern in dieser Plattform. Man kann auch eine Kommunikationskultur vereinbaren. Gibt es Grenzen? Keine Postings nach 19 Uhr, Wochenende keine. Jeder soll sich wohlfühlen. Die Lehrperson soll sich wohlfühlen und soll natürlich auch fördern, dass die Kinder und Jugendlichen lernen, wie man sich verhält online oder in einer App. Ich habe zum Beispiel das sehr genossen, weil ich mein Klassenzimmer sehr gerne erweitere. Als ein Schüler zum Beispiel von mir am Sonntagvormittag unbedingt wissen wollte, die Antwort auf eine Quizfrage, hatte mich am Sonntagvormittag eine WhatsApp-Nachricht gesendet. Das hat mich nicht gestört, weil ich so begeistert davon war, dass er sich die Zeit nimmt, am Sonntagvormittag das zu machen. Und ein anderer Bub hat zum Beispiel Montagabend sehr recht spät mich kontaktiert, weil er einen Fehler gefunden hat, was ich nicht gemacht habe. Wie gesagt, stört mich nicht. Andere Lehrpersonen mögen es vielleicht nicht wollen. Also ist kein Problem. Jeder soll sich wohlfühlen. Und man soll das wirklich als Möglichkeit sehen, wirklich sich zu öffnen und sich wirklich als Ansprechperson anzubieten außerhalb des Unterrichts. Also meiner Erfahrung nach funktioniert es sehr gut, wenn Eltern wissen, wann man zur Verfügung steht. Ich habe zum Beispiel natürlich angeboten, die Möglichkeit, mich zu kontaktieren per Mail, per Messenger. Aber natürlich, wenn Konflikte da sind oder wenn irgendwas Dringendes zu besprechen ist, gerne soll angerufen werden, außerhalb meiner Sprechstunden oder meiner Sprechzeiten, weil ich einfach das als Angebot, als nettes, kundenfreundliches Angebot erachte. Und wenn dann zum Beispiel eine Nachricht an mehrere Eltern gehen soll, haben wir in der Vergangenheit auch verschiedene Plattformen genutzt, wie Remind oder WhatsApp, wo man wirklich zentrale Botschaften, Informationsbotschaften rausschicken kann und soll. Und man kann einfach darauf achten, dass man nicht zu viele Nachrichten schickt und sie nicht belastet, sondern eher eine Bereicherung oder eine Ergänzung, so das, was man im Klassenzimmer dann macht. Und das finde ich jetzt recht gut. Ich versuche auch, sobald es geht, auch zu informieren, was ich in der Klasse mache. Und viele Eltern nehmen es an, nicht alle, aber es ist schließlich eine freiwillige Sache, ob Eltern in dieser Art und Weise verbunden werden möchte. Wenn man etwas zum ersten Mal macht, was neu ist, sehr, sehr gerne sollte man nach guten Praxisbeispielen suchen. Gibt es sehr, sehr viele online und man soll natürlich auch gut überlegen, welche Plattform man wählt. Man soll auch Sinn und Zweck überlegen, welche Ziele man hat. Man soll auch den Kindern und Jugendlichen erklären, weshalb wir das machen, weshalb wir uns auf das Abenteuer Social Media im Unterricht uns einlassen. Und dann
einfach Kindern und Jugendlichen um Hilfe bitten. Sie kennen sich sehr, sehr gut auch zum Teil. Und es gibt so, so tolle, tolle Möglichkeiten, Social Media im Unterricht zu verwenden. Ich kenne Lehrerinnen und Lehrer, die Shakespeare auf Twitter zum Beispiel posten. Sie verwenden Hashtags, um Challenges zu machen. Oder es gibt die Möglichkeit, auf Instagram Hausaufgaben zu stellen und die Kinder posten zum Beispiel unter einem Hashtag. Oder gibt es auch die Möglichkeit, Experteninterviews oder über Skype zu machen. Oder Snapchat-Stories zu machen. Die Kinder sind sie fühlen sich sehr, sehr wohl in dieser Welt und sind sehr, sehr gerne bereit, diese Dinge auch zu verwenden im Unterricht. Schlimm kann sein, wenn man etwas macht, was nicht rechtlich in Ordnung ist. Also wie gesagt, Datenschutz und Urheberrecht soll beachtet werden. Wenn man selbst nicht Experte ist, soll man diese Expertise holen. Gibt es sehr viele Möglichkeiten dazu. Wenn man sich unwohl fühlt, als eigene Person aufzutreten, kann man sehr, sehr gerne im Pseudonym arbeiten und auch Decknamen für die Kinder und Jugendlichen sich ausdenken oder nutzen. Aber für mich das Schlimmste wäre, wenn man es gar nicht wagt. Weil es gibt einfach eine Notwendigkeit heutzutage, in Social Media zu sein. Ich habe einen Bekannten, der einen Spielzeugladen hat, der mir davon berichtet hat, dass er auch muss sozusagen in Social Media gehen, weil seine Kunden einfach das erwarten, dass er auch einen Auftritt hat in Social Media. Aber für mich ist es nicht nur die Notwendigkeit, sondern auch eine Gelegenheit. Eine Gelegenheit, eine Chance, Dinge zu machen, neue Erfahrungen für Schülerinnen und Schüler zu öffnen, dass sie in Kontakt treten mit der Außenwelt. Dass sie sehen, dass das, was man unterrichtet, auch Relevanz hat und auch unmittelbare Relevanz hat für den Unterricht.